Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir die Windows 10 Interface auf unserem Android-Smartphone bekommen bzw. installieren. Vielleicht findet ihr ja die Android-Standard-Interface etwas langweilig oder aber ihr liebt Windows, weil ihr besser damit klarkommt, dass es einfach vertrauter ist. Ja, das unser Smartphone, Android-Smartphone sieht dann genauso aus wie unser Windows 10 PC. Das geht wirklich sehr einfach und ist auch noch kostenlos. Und zwar bin ich hier in den Google Play über eine App gestoßen. Hier Computer Launcher nennt sich das. Ja, das ist einfach ja ein Android Launcher, der unser Smartphone, Android-Smartphone genauso wie unser ja, Windows 10 PC aussehen lässt. Genau, ich habe das jetzt schon heruntergeladen und installiert. Das ist wie gesagt kostenlos. Die Installationsroutine, die ist ja ein bisschen ja ähnlich wie bei Windows halt. Ja, man muss sich durch einen Wizard da durchklicken und schon. Wenn wir durch sind, sieht unser Smartphone hier so aus. Das ist jetzt mein Smartphone hier. Und ja, wie ihr sehen könnt, sieht hier wie unser Windows 10 PC aus, beziehungsweise Laptop vielleicht. Hier unten haben wir die Taskleiste mit Datum, Uhrzeit, die Notification hier, ja, Wi-Fi, hier Flugmodus, Bluetooth und so weiter. Hier haben wir nochmal Kill Task. Hier können wir die genau, RAM-Speicher ein bisschen ja, reinigen. Hier haben wir dann nochmal hier die Icons. Ja, das ist wie gesagt wie beim Laptop. Batterie, Bluetooth, Lautstärke und so weiter. Hier Empfang und Wi-Fi. Hier, das ist das Desktop hier. Hier ist der Windows-Button. Ja, wenn wir drauf klicken oder antippen, haben wir hier die ganzen, ja, unsere Anwendungen hier, unsere Apps. Hier haben wir die Einstellungen, Launcher Settings. Genau, hier können wir nochmal ja, den Launcher hier ein bisschen anpassen, wie es uns gefällt. Dann haben wir hier, können wir das Gerät ja, einen Namen hier vergeben. Ich mache mal einfach bla jetzt. Okay, zack. Und was aber hier haben wir genau File Explorer Settings, Remove als Launcher Settings nochmal hier Power. Hier können wir Lock Screen und so weiter. Was ich noch cool finde ist, dass wenn wir jetzt hier auf den Desktop gehen beispielsweise, hier können wir genau, wir haben hier unser User-Verzeichnis. Ja, wenn wir das antippen oder anklicken, beziehungsweise wir können hier dieses PC, ja, dieser PC, das ist der Arbeitsplatz, ja, wie wir das unter Windows kennen. Und hier öffnet sich ein Explorer, der genauso aussieht wie unter Windows. Ja, sieht sehr vertraut aus hier. Ja, hier haben wir unsere Bilder, Videos, Documents, Downloads und so weiter. Wir können jetzt hier unter Documents gehen, einfach aufmachen und hier können wir beispielsweise, wenn wir das ja markieren hier, sozusagen können wir ja rename, also umbenennen, kopieren, ausschneiden, hier paste und so weiter. Hier Decompress, okay. Löschen können wir hier rüber, ja. Wir können uns auch einen neuen Ordner erstellen. Hier, ja, ich mach mal. Das sollte das eigentlich heißen. Schon haben wir hier einen neuen Ordner. Zack. Und ja, navigieren hier mit den Pfeiltasten. Das ist ja genauso wie wir halt unter Windows kennen. Ich bin jetzt hier, genau, hier haben wir unsere, ja, C-Partition hier mit den ganzen Ordner. Check. Genau.
Ja, ja, ich fand das, wie gesagt, ziemlich cool, die App hier, und wollte sie euch unbedingt zeigen. Ich dachte, vielleicht hilft den einen oder anderen irgendwie weiter. Was wäre hier doch? Ja, unser User-Verzeichnis, genau. Ja, sieht wie gesagt wie ein Windows 10 Laptop halt aus. Hier haben wir noch mal unsere. Okay. Genau. Ja, das war's auch schon alles eigentlich. Ich wollte euch noch mal die App hier noch mal zeigen. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.